So, perfekt. Dankeschön. So. Ach ja. Sorry, I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. Es geht also wieder weiter. No, not a problem at all. So, what's Danke, going on with Luna. you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. What? Don't even know what you mean. It's kind of weird that Rachel's being so private, isn't it? No, it's really not. Chloe, I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. It's really not your business, Elliot. Okay, that's fair. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Wenn es jetzt die ganze Zeit so weitergeht, ne? Kann das ja lustig werden. Hier steht einfach mal in den Stühlen drin. Und vor allem, man muss bedenken, sie haben es bereits gepatcht. Nee, ich hatte das bei Life is Strange 1 auch einmal probiert. Hello? Außerdem habe ich keinen Bock, mir das Ganze nochmal anzuhören. Ich wollte ja vorankommen. Wir wollen ja Life is Strange 2 erleben. Ja, neu, bitte. Nee, nee, nee. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde Arcadia Bay. Anzeigenerstattung. Klage Nummer 3888. Art der Klage. Tätigkeit. Zuständiger Beamter. Sergeant Alex Keller. Zeichen Nummer 529, bla bla bla.
Name De Merrick, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 183, genau. Nein, Ryan. Jetzt geht's doch wieder. Gewicht 82, Haarfarbe braun, Augenfarbe auch braun. Ethnische Zugehörigkeiten, kaukasisch. Hispanisch, afroamerikanisch, Amerikaner. Ah ja. Kaukasisch. 183 Meter. Ja, das Problem ist halt, da steht, ist halt kein Komma, ne? Also so rein theoretisch sind es ja 183, weil kein Komma dazwischen ist. Rechtschreibfehler haben sie übrigens auch ganz viel im Spiel. Im Zentimeter dahinter. Ja, eben. Aber. Nee, leider nicht. Umgenannte Person wird beschuldigt wie folgt: Artusvergehen, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22:15 Uhr. Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigung. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22:21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22:38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass er das Angreifer Damon Merrick war. Okay. What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Ja, ich will es mir ja angucken, aber ich darf ja nicht. Ich darf es ja nur so ansehen. It's the big one. Okay. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad? That stuff is all politics anyway. Richtiger Fuchs, was? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Könnte vielleicht die abgeschlossene Schublade sein. Sheldon. Sheldon! Aber nicht I Sheldon feel like Cooper. I've heard that name before. Leider nicht Sheldon Cooper. Frieden. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung verliehen an James Ember. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. James sure keeps lots of files on people. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es geht gerne. James Ember. Betrefft, was reicht.
James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rashes Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen. Du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu erkennen. Du weißt, was das Richtige ist. Also tu es. Sarah. Naja, okay. Welcome to Shadyville. Man hätte jetzt auch einfach die E-Mail-Adresse davon nehmen können und eine E-Mail hinschreiben können, aber hey, passt. So, ich denke zu meinem Mord. Sarah sent all these letters. Ach du grüne Nonne. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. An meine Rachel, mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfe zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit, und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. In Liebe, Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidung. So vieles ging verloren. Außer dir, ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ. Du hattest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen. So klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde. Dass ich dich verkorksen würde. Wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorne anfangen. Ich will das mit all meiner Macht. Liebe Sarah. Wunderschöne Rachel, ich habe mal gelesen, vielleicht was in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Mach dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst beschreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. Selbst will ich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir hier gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. Ja, das klingt wirklich so glücklich. So ein bisschen, ne? So, mein Eis schmilzt. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen. Aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, dient dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe.
Falls du noch irgendwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg, Sarah. Kostermann und Shapiro, Familienrecht. Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin, aufgeteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihre gesetzmäßige Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontakts zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageeinreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon Satzung 42.4b Tillamook County Sozialdienst resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin J. Shapiro. Und das sind die... Sehr schön. Juh, Eis. Können wir ganz kurz darüber reden, dass das eine Dreamlight Valley ein Datum bekommen hat. Ja, voll geil. It could be about Sarah. Ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Ich brauch das. Ich auch. Ich auch. Ach, Luna. Das ist ein Dienstag, also das ist Stream. Das kommt drauf an. Warte mal. Warte mal. Da. 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 Ah ja, ja. Es fällt leider tatsächlich auf den, also in den 2 Wochen Abschnitt. Also ja, da werde ich dann tatsächlich streamen. Ansonsten müsste ich halt am Montag mit dem Dienstag wieder tauschen. Stream das Spiel dann. Mal gucken. Dann müssen wir aber reinklotzen mit Life is Strange. Weil das ja für gewöhnlich immer auf dem Dienstag ist. Ja, dann gib ihn. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten, wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Heute noch jetzt 2 starten. Ja, das Problem ist, das hier geht ja noch eine Weile. Dann ist ja noch die Bonus-Episode. Dann Captain Spirit. Und dann Life is Strange 2. Und Life is Strange 2 hat dann ja auch wieder 5 Episoden. Und dann kommt hier immer noch True Colors. Und nein, es wird kein spontaner 24-Stunden-Stream. Dadurch, dass morgen Witcher ist. Das wären dann ja über 24 Stunden. Vergiss es. Nein, mach ich nicht. ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du es. Ich habe mit deinem Mädel geredet. Und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts? Ich schätze, du willst es
willst du das nicht mehr erledigt haben? James is working with Damon Merrick? Oh, ich muss gleich nochmal aufs Klo. This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Warte mal, wie viele Dienstage sind das noch? 1, 2. Eins, zwei, vier. 4 Dienstage wären das noch. Du tust, was ich will, oder dein kleines Problem mit einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert? Oder nicht? Shit. What do I say? Machen wir jeden Dienstleister, dann schaffen wir das. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Ein Dienstag ist ein bisschen schwierig. Ich muss einmal... Tut mir leid, aber ich muss einmal noch mal ganz kurz aufs Klo. Oh, ich hasse meinen Magen manchmal. Bin gleich wieder da. I feel numb in this kingdom.